Die Schülerinnen und Schüler der Wittenberger Schulen, die sich in der Evangelischen Akademie versammelt hatten, gehörten eigentlich nicht zur dritten Generation Ostdeutschland. Die DDR kennen sie nur aus den Geschichten ihrer Eltern. Ganz anders die Gastgeber des Workshops, die sich zusammengeschlossen haben, um zwei große Themen zu diskutieren. Das erste Thema ist die Frage, wie wird mit der DDR umgegangen? Wie geht man mit dieser Geschichte um? Wie wird es reflektiert? Und das zweite Thema ist, was passiert mit unserer Generation, die im Westen ist? Warum sind so viele weg? Welche Rolle spielen Arbeitsplätze, Verdienstmöglichkeiten, die Situation? Diese Situation erlebt auch die vierte Generation, eben jene Schüler, die eingeladen worden waren, um gemeinsam zu überlegen, was man will und braucht, um auch nach der Schule in Wittenberg zu bleiben oder nach dem Studium hierher zurückzukehren. Die Ergebnisse dieser Überlegungen wurden der Öffentlichkeit an prominenter Stelle an der Thesentür der Wittenberger Schlosskirche präsentiert. Wir haben viele Thesen zusammengestellt. Interessant ist die Frage der finanziellen Gleichstellung, der Besonderheit der Schüler, dass sie mit ihren Freunden, ihrer Familie hier leben wollen. Die Verkehrsanbindung spielt eine Rolle, aber auch die Frage, gibt es mehr und bessere Freizeitangebote und eine Weltoffenheit, die sie sich wünschen. Schnell wurde deutlich, dass Wittenberg sich mit seinen Perspektiven deutlich unterscheidet von anderen Städten, die die dritte Generation schon besucht hatte. Ich glaube, hier ist der Wille, hier auch zu bleiben oder hier wegzugehen und zurückzukommen, hatte ich jetzt so den Eindruck bei den Workshops, ein bisschen größer als bei manch anderen Städten. Also in Schwedt war leider das Image der Stadt schlechter, als es eigentlich um die Stadt steht. Also es war auch ein Imageproblem bei den Schülern, den Einwohnern selber. Und da war es ganz anders. Und in Neubrandenburg, also die Schüler wollen erstmal weg. Die Frage ist dann halt, ob sie wiederkommen. Und das ist halt wichtig. Und da war hier die Bereitschaft nach meinem Eindruck schon auch hoch. Also auch die Bindung an den Ort. In Wittenberg bleiben wollten die meisten Workshop-Teilnehmer, wenn es Job, Bezahlung und das soziale Umfeld zulassen. Dass es gilt, dafür auch selbst Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren und die Zukunft zu gestalten, hat der Besuch der dritten Generation, der vierten hoffentlich deutlich gemacht.